Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und ja, ich muss jetzt gerade mal nochmal ein bisschen was erzählen. Und zwar, ich habe mir jetzt gestern einen neuen Bürostuhl zugelegt. Und ja, genau Leute, auf dem lässt sich's doch aushalten. Gut, wir waren beim letzten Mal hier. Das Dynamo ist tot. Genau Leute, wir haben ja beim letzten Mal sind wir in die Neo Ark reingegangen. Und ja, es handelt sich hierbei um einen Zoo. So ein Zoo im Bunker finde ich sehr interessant. Und ja, wir lernen jetzt hier nach und nach, wie der Mastermind auch schon kommentiert hat, die NMC-Arten kennen, Leute. Und es handelt sich hier um eine Barriere. Finde ich sau interessant, Leute. Und genau, wir müssten jetzt allerdings zurück, weil es hier nichts mehr zu tun gibt. Und ja, genau Leute. Ach, der neue Bürostuhl ist so bequem, ich sag's euch. Gut, genau, wir waren ja hier und haben dieses Puzzle hier gelöst damals. Damals, letzte Woche Donnerstag. Ja, es ist Sonntagmorgen, Leute. Ich nehme es einfach sonntags morgens auf und ja. Genau. Eieieiei, es sind aber viele Gegner hier. Gut, da würde ich sagen, mache ich bei denen einfach mal hier Plasma. Weil die fallen so um. Wenn die umfallen, machen wir viel Schaden. Schaut euch das mal an. Ah, und die anderen da. Ach, schneller, ja komm. Hier eignen sich eigentlich am besten die Bugschots. Ne? Ich glaube, ich gehe gleich nochmal kurz hoch in den Bunker. Und lade mal Bugschots nach hier. Weil Bugschots, Käferschuss, Leute, das eignet sich gegen die am besten, weil das sind Käfer. Warum ist der nicht umgefallen hier? Hey, schaut mal, wie wenig Schaden wir machen, wenn die nicht umfallen. Finde ich schon ein bisschen krass. Gut, Leute. Ja, ich bin ausgerüstet mit Apollinaris Lemon. Und wie gesagt, mit einem neuen Bürostuhl. Und ja, dann kann es doch losgehen hier. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier wieder zurück auf die Aufsichtsrampe. Und genau, ich würde sagen, hier ist ja diese tolle Orgelmusik im Hintergrund, ne? Diese ganz dezente Orgelmusik, Leute. Die eine wunderbare Welt vorgaukelt, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur abgefuckt. So, Leute, der Ansager. Norddurchsage, Feuer an Dynamo Nummer 1. Die nördliche Tür wird geöffnet. Bitte befolgen Sie die Anweisung des Personals. Das Feuer wird durch die Regenanlage gelöscht. Genau, Leute. Oh, warum ruckelt das denn jetzt so ein bisschen hier? Genau, Leute, jetzt ist die Tür da oben nämlich offen. Da war man nämlich noch gar nicht. Um dann gleich diesen Pfad entlang zu gehen. Um auf die andere Seite des Dynamos zu kommen. Allerdings, Leute, müssen wir vorher nochmal ganz kurz in den Bunker, weil ich brauche unbedingt diese Bugschutz. Ich muss nochmal kurz in das Munitionsdepot zurück. Es tut mir leid, aber ich muss nochmal ganz kurz... Ich muss auch nochmal, natürlich auch nochmal aufs andere Stockwerk, ne, klar. Das ist wieder so typisch. Mensch, warum ruckelt das denn jetzt so? Was ist denn da los, Mensch? Ich glaube, Anti-Avera wieder. Aber jetzt geht's wieder. Oder? Ja, jetzt geht's wieder. Sehr schön. Jo Leute, wie geht's euch so? In Zeiten von Corona, es ebbt ja so ein bisschen ab bei uns, ne? Ich weiß nicht, ob man den Zahlen glauben kann, dass es jetzt nur noch 1500 bis 2000 Fälle pro Tag gibt. So krass, wie die Maßnahmen zumindest hier in NRW gelockert wurden, glaube ich da irgendwie nicht dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, es wird für immer ein Geheimnis bleiben. Ich bin auch gespannt, ob's vielleicht wieder schlimmer wird oder auch nicht. Ja, erzählt mal, was ihr so davon haltet. Ob ihr der Situation so glaubt. Und, ja. Genau, Leute, hier ist ja das Munitionsdepot. Wir sind allerdings voll. Warum sind wir denn voll? Ja, weil wir halt sehr so viele Items haben, ne? Gut, erst Luck. Gut, wisst ihr was? Entsorgt die. Die sind zwar geil, aber ich brauche jetzt erstmal hier diese Packschutz für da unten. Und am besten direkt im gleichen Zug nochmal direkt noch ein paar Hydros mitnehmen. Perfekt, Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir auch schon wieder.
Gehen wir mal wieder da unten rein. Das wird ja verdammt interessant jetzt. Und ja, Mensch, wie gesagt, freut mich, dass ihr dabei seid wieder bei Parasite Eve 2. Ja, richtig schönes altes, ja, wie nennt man's? Survival Horror RPG-Spiel. Keine Ahnung, wie man das jetzt so kurz zusammenfassen soll, das Genre. Ach, die Musik hier, die ist schon echt. Wow. Ich muss noch einmal ganz kurz was verschieben, so. Alles klar, Leute. Und ja, wie gesagt, also die Corona-Sache ist bisschen komisch momentan, finde ich das schon, ja. Vor allem auch, warum nur Schutzmasken in Groceries, also Einkaufsläden und öffentlichem Nahverkehr, das macht auch keinen Sinn. Als ob man sich nicht ja, auf dem Spielplatz auch infizieren kann, das ist ein bisschen blöd. Naja gut, Leute, genug davon, genug in Rage geredet. Wir sind wieder in der Ark. Mit der tollen Musik. Und wir gehen jetzt mal auf die andere Seite. Die ist nämlich genau hier hinten. So, Freunde. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns was mal an hier. So, wir haben weitere Fenster. Na, wir können ja jetzt hier die weiteren Gegnerarten kennenlernen. Genau hier, oder? Nein, jetzt bin ich... Ach, verdammt. Jetzt bin ich blöd mal hier in den schon bekannten Bereich gelaufen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich will doch da hinten rein, Mensch. Genau, hier hinten. So. Da müssten weitere Glasfenster sein. Ein riesiger Dschungel, aber das habe ich schon vorgelesen. Ja, dann geht's mal weiter. Hier. Hier ist nämlich so eine Regenwaldzone, glaube ich, oder? Was war das? Was war da? Da beim letzten Mal gelesen hatten. Ach Mensch, wo sind denn die Fenster? Hey, hier kann man gar nichts anklicken. Ah, hier ist der Ansager. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie gelegentlich bemerkt, wie sich der Raum gekrümmt hat? Was? Hier, an diesem Ort leben die Stalkers. Okay, genau wie für unsere Vorfahren ist ihr Lebensraum der Wald. Füße, die sie wie Hände benutzen können. Und ein Tarnmechanismus, der wie bei einem Chamäleon die Haut verfärbt. Ah, das sind diese Spinnen, Leute. Diese Spinnen, die wir in Dryfield gesehen haben. Sie können sich in Sekunden schnell perfekt an die Umgebung anpassen. Wahrhaft ein Ninja aus dem Wald. Die Kreaturen, die mich im Stroll begrüßt haben. Sie leben also hier. Ein endloser Urwald, wirklich endlos. Ein immergrüner Wald. Genau, Leute, willkommen im Monsternest. Genau, Leute, das ist das Monsternest, wovon der Piers geredet hat. In Dryfield. Krass, Leute. Immergrüner Wald. So, gibt's hier noch was? Willkommen. In dieser Regenwaldzone leben die Strangers. Dieser ANMC-Typ ist einer der ältesten hier. Die Besonderheit bei diesem Typ sind die stark entwickelten Beine, ähnlich einem Strauß. Sie können durch Zellauflösung menschliche Gestalt annehmen. Ah, sind das die Zombies? Oder was? Allerdings ist der Zeitraum begrenzt, da dies den Körper stark belastet. Versuchspersonen, die sich noch vor ANMC scheuen, bevorzugen diesen Typen. Der ANMC ist auf dem Acropolis Tower. Tatsächlich, Leute, das waren die Gegner, diese Zombies da am Anfang. Krass. Ein endloser Regenwald. Ich höre Wasser plätschern. Da muss irgendwo ein Bach sein. Ah, ja, da kommt noch was auf uns zu, glaub mir mal. So, dann würde ich mal sagen, jo, gehen wir mal hier durch die Tür. Ja, Leute, ein paar mehr Gegnerarten kennengelernt hier. Sehr interessant, also die Namen davon. Kann man hier irgendwas anklicken? Ein dichter Wald. Hier auch? Oh! Ach, genau! Neuer Gegner, Leute, schaut euch den mal an, der sieht schon echt krass aus. Hallo. Genau, Leute, bei denen müssen wir drauf achten. Wir müssen auf dem Rücken schießen und immer hinter ihnen gehen. Oh nein, ich habe nicht nachgeladen, ich Vollidiot. Naja gut, Leute, ich mach's anders. Lass den beißen
Der versucht nämlich immer zu beißen. Und, mach hier Combustion. Ach, Pyrokinese meine ich. Ach, verdammt. Wir müssen irgendwie hinter den Rücken von denen kommen. Und dann hier, zack. Genau so. Genau so macht man da Schaden. Gut, Leute, ich habe vergessen, meine Waffe umzurüsten. Oh, so gute Items, ne? Benutzt das und benutzt das. Komm, ich habe keinen Platz mehr. Gut, Leute, dann sind wir mal wieder voll. Ich muss hier die Pumpgun muss ich nachladen mit Bugshots. Habe ich ganz vergessen gerade eben. Aber da jetzt, kann ich euch schon mal sagen, diese Gegner öfter kommen, lade ich die Pumpgun jetzt einfach mal auf. So. Was haben wir denn hier? Forest Zone. Eine Waldzone, naja. Ich höre einen Bach plätschern. Zwecklos durch das Gestrüpp zu gehen. Ja, das stimmt. Sagst du ja vielleicht noch was zu irgendwelchen Gegnern? Na ja. Nein, gut, dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Ich würde sagen, ich gehe erstmal hier vorne hin. Genau, Leute, das wird nämlich jetzt sehr cool. Schaut mal. Oh, und hier ruckelt's. Oh nein, warum ruckelt das denn hier? Cool, da ist auf jeden Fall was hergeschwommen. Sau interessant. Ja, hier ist Wasser, Leute. Ja, aber das mit dem Ruckeln hier, das geht schon. Das ist, glaube ich, einfach das Frameskipping, weil ich das aktiviert habe. Ja, es muss so sein. Ganz ehrlich. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen... Ah, hier sind die Fischgegner. Und ich habe leider keine Fireflies, Leute. Gut, hier ruckelt es wegen dem Frameskipping. Ups. Die sind mit einem Feuerball sind die weg. Okay, Leute. Oh Gott, da muss ich jetzt aber irgendwas dran ändern, oder? Dass die Frames jetzt so krass abstürzen, hätte ich jetzt nicht gedacht, Leute. Krass. Ja gut, da müsst ihr euch leider in diesem Bereich daran gewöhnen. Nein, nicht getroffen, verdammt. Können die mal draußen bleiben? Jetzt mal ehrlich. So, mach mal Feuer... Ey! Die müssen doch hier draußen bleiben. Da hinten... Nee, ist zu weit weg. Könnt ihr mal hier bleiben? Verdammt nochmal. Ja, hier ruckelt es ein bisschen. Kein Spiel läuft perfekt, muss ich sagen. Mensch, was macht ihr denn da? Ich will aus diesem Ruckelgebiet hier raus. So, jetzt. Jetzt, oder? Lauf hin und lass den schießen. Ach, Mensch. Ja, das dauert hier ein bisschen. Das ist hier wie auf der Kirmes, ich sag es euch. Entenfischen. So, jetzt. Alles klar, Leute. Der kann weg. Sehr gut. Ja, wie gesagt, dass es hier so ruckelt. Keine Ahnung warum. Was schwimmt der denn so lange da? Wo ist denn der überhaupt? Ah, der ist hier rechts. Hallo. Na, also geht doch. Zack. Weg damit, Leute. Ja, wir sind in einem Wassergebiet, Leute. Sehr interessant. Richtig cool. Und ja, aber allerdings ruckelt es hier. Aber wir können uns ja trotzdem hier umgucken, ne? Auch wenn irgendwie nur 3 Bilder pro Sekunde da sind. Oder 5 Frames pro Sekunde, wie es auf meiner Frameszahl steht. So. Zur Tlaloc-Insel. Eine kleine Insel. Ach, cool. Da können wir allerdings noch nicht hin. Wir müssen hier... Wir müssen das, die Brücke müssen wir verschieben, Leute. Und ja... Meine Güte, was ist das denn da hinten, Leute? Schaut euch das mal an, da. Da sind so... Ah, eine Steinplatte. Aha. Blaue, weiße, rote und gelbe Platten mit Hieroglyphen. Oh, das wird, glaube ich, wichtig. Moment, ich mache da mal ein Foto von. Eine Sekunde mal. So, zack. Sehr gut. Da ist nämlich ein Rätsel, Leute, was wir später haben. Jo. Mehr dazu später. Das ist ein Rätsel dafür, wie wir auf die Insel kommen. Genau, Leute. Wir müssen nämlich diese Brücke hier verschieben. Hier können wir allerdings rein. Würde ich sagen, machen wir das mal.
Und hier sind wieder die Fischmonster. Oh Mann. Oh. Ja, ja, bleibt ihr oben? Das Ruckeln hier ist schon echt krass. So, dann mach hier mal Dings. Bevor der schmeißt. Oh, der andere noch. Wie viele sind denn hier von denen? Ich komme mir echt vor, wie auf der Kirmes hier wirklich. So, Leute. Feuerball. Zack. Und den noch. Feuerball. Zack. Mach schnell. So. Ich habe nämlich gerade keine Fireflame-Muni, deshalb. Ja. Über die Feuerwelle. So. In Anbetracht dessen würde ich sagen, können wir jetzt auch mal hier die Dings benutzen. Das Menü läuft flüssig, komischerweise. Können wir jetzt hier die Dings benutzen. Eine Medizin Level 2, Leute. Da werden wir die Sachen mal los. Gut, Leute. Ich finde es schade, dass es hier so ruckelt. Ne? Aber das ist halt eine Wasserstelle. Das ist, ja. So. Oder? Dann. Ah, genau für die hier. Genau für die hier habe ich mir die Bugshots eingepackt. So. Hier ruckelt es nämlich nicht mehr. Genau deswegen bin ich jetzt nämlich erstmal hier hingegangen. Gut, Leute, mach mal Plasma. Und am besten nochmal Plasma. So. Und nochmal Plasma. Und nochmal Plasma. Meine Güte, wie viel sind das? So, Leute, dann draufschießen hier, los. So. Das sind nämlich die perfekten Gegner gegen die Bugshots hier. Also für die Bugshots. Schaut euch das mal an. Die heißen nicht umsonst Bugshots. Das sind nämlich für Käfer. Diese Schrotmuni. So. Eieiei, Mensch. Ist da noch was? Tatsächlich. So jetzt. Sehr gut, ja. Sehr schön, dann haben wir das. Die geben ordentlich PPs. Auch ordentlich XP. Moment, ich habe eine Idee. Wir können noch wieder was aufleveln. Ne? 4700, tatsächlich. Wir können jetzt endlich unser Plasma aufleveln, Leute. Zack. Und siehe da. Wir kriegen neue Zauber, Leute. Wenn wir beide Zauber von einer Kategorie auf Level 3 haben, kriegen wir neue Zauber. Hier. Apobiosis. Was ist denn das, Leute? Schaut ihr das mal an. Wirkungsbereich außenrum betäubt den Gegner für eine kurze Zeit. Kostet 3000 auf Stufe 1, meine Güte. Ja, aber ich würde sagen, ich mache erstmal trotzdem hier die normalen Sachen alle auf Level 3, damit wir schön alle Zauber sehen. Der Zauber ist richtig krass, Leute. Das ist nämlich so Blitze und die gehen in den ganzen Raum. Das ist sehr cool eigentlich. Gut, Leute, schauen wir mal, was wir hier so haben. Neo-Arc-Infotafel. Eine Karte von hier. Ich lese sie in das GPS ein. Ich bin im westlichen Garten. Ah, ja, Leute, wir sind also genau davor. Vor dem Bereich, wo wir sowieso hin müssen. Und da sehen wir mal die kleine Insel noch auf der Karte. Und rechts geht es noch zu einer Pyramide, Leute. Das wird verdammt interessant. Nadelwald, Korallenriff und Eisdüne sind noch im Bau. Die Wüstenzone ist reproduziert. Naja, man braucht ja nur hinauszugehen. Wozu dann eine Wüste hier? Ja, stimmt eigentlich, ne? Vielleicht werden die ANMCs abschließlich draußen. Klar, eine natürliche Versuchszone. Meine Güte. Was haben wir denn hier? B6E-Versuchslabor. Notaufzug. Ach du Scheiße. Kein Zutritt von außen. Komischer Aufzug. Ach du Kacke, Leute. Eve-Versuchslabor. Oh je, das hört sich schon nach so krass Endgame-mäßig an hier. Gut, jetzt kommen wir wieder in den Wasserbereich hier. Aber hier nicht so. Eine Steinplatte. Ah, da sind auch nochmal sowas. So welche. Blaue, weiße, rote und gelbe Platten mit Hieroglyphen. Muss ich mir auch abfotografieren? Eine Sekunde. Das wird gleich verdammt wichtig. So, dann mach nochmal ein Foto hier, Handy. Zack. Sehr gut. Und genau. Ja. Ah, Moment mal. Eigentlich kann ich euch das ja schon mal erzählen. Es gibt später eine Pyramide. Und auf dieser Pyramide müssen wir Sinn liegen. Verschiedenfarbige Platten und die Platten müssen wir
ja, in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen, um hier in das Gebäude reinzukommen, weil die Tür da ist zu. Und die Reihenfolge laut, da sind ja so... Einen Moment. Oh, so, musste kurz gähnen. Die Reihenfolge lautet ja... da sind ja so verschiedene Punkte und Linien, Freunde. Ein Punkt ist die erste Stelle, zwei Punkte die zweite Stelle. Und die Linie bedeutet 5. Gut, Leute, somit ergibt sich dann folgende Reihenfolge. Punkt 1 ist rot. Punkt 2 gelb oben rechts. Punkt 3 blau. In der Mitte links. Punkt 4 ist dann weiß. Rechts unten. Und jetzt kommt die 5, das ist das blaue. Dann die 6, das ist die Linie und ein Punkt, das ist das weiße da. Dann die Linie und zwei Punkte, rot. Dann die Linie und drei Punkte, also 8, ist dann gelb. 9 ist darunter weiß. 10 sind zwei Linien, blau. 11 sind zwei Linien und ein Punkt, gelb. Und 12 sind zwei Linien und zwei Punkte, rot. Genau, Leute, wir müssen gleich Platten in dieser Reihenfolge ablaufen, um hier das Schloss aufzumachen. Weil, wie ihr seht, hier ist abgeschlossen. Und aber hier müssen wir rein. Weil da das andere Dynamo ist, Leute. Oh, sind da neue Gegner? Das sind tatsächlich neue Gegner, Leute. Cool. Aber ja, wie gesagt, hier ruckelt es jetzt wieder, ne? Wegen dem Wasser. Gucken wir doch mal, was für neue Gegner hier sind. Ah, hier sind wieder die Käfer. Oh Mann. Mach die kaputt schneller. Da ist noch so ein Fischding. So, ach du Heilige. Na, der trifft mich jetzt natürlich, ne, ist klar. Und haut ab. Der Raum hier, der ist schon ein bisschen anspruchsvoller tatsächlich. Mach den Feuerball hier los, Eier. Nein, das war's Falsche. Verdammt. Gut, dann mach den zuerst kaputt da, weil die nerven. So. Eier, heil dich mal bitte. Jetzt brauchen wir tatsächlich unsere MPs. Boah, wie viel hat das denn geheilt gerade? Habt ihr das gesehen? Ich hatte 70 HP und habe jetzt auf einmal 170 gehabt. Also das hat 100 HP geheilt. Nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht, die Heilung auf jeden Fall. Ja, die schwankt manchmal so ein bisschen, die Heilung, ne? Mach hier. Zack. Los. Ja, ich weiß auch nicht. Also es hängt irgendwie mit den Plugins zusammen, dass das hier ein bisschen unflüssiger läuft. Aber ja, mein Gott. Es ist kein großer Bereich. Also von daher. Jo. Kein Spiel läuft zu 100% flüssig, Leute. Nicht aus dieser Zeit. Gut, Leute. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Weil auf die Insel kommen wir noch nicht. Und die Tür da ist zu. Gehen wir mal in den anderen Bereich da. Oh, ich finde die Mucke hier so geil, wie so religionsmäßig. So, was haben wir denn hier für... Ah ne, die waren ja noch gar nicht. Finde ich auch sehr cool hier, guck mal. Willkommen! Ah, hier sind noch mal ein paar Fenster. Die hätte ich fast übersehen. So, in der Ozeanzone leben AMCs, genannt die Fettis. Ernsthaft? Eine Theorie besagt, dass sich der Mensch am Meeresufer weiterentwickelt hat. Die Bildung einer Fettschicht unter der Haut ist einzigartig. Die Fettis sind... Oh Mann. Die Fettis sind ANMCs, die nach dieser Theorie erzeugt wurden. Sie haben sich zu Wesen entwickelt, die am Meeresufer leben. Die dicke Fettschicht unter der Haut dient als Kälteschutz, wirkt jedoch auf dem Festland störend. Ja, das sind diese fetten Dinger, die wir da gesehen haben. Die Gähner. Genau wie ich jetzt. Keine Ahnung, warum ich noch müde bin. Es ist 12 Uhr. Um trotzdem jagen zu können, wurden ihre Arme fortentwickelt. Die Fettis tauchen ins Wasser, bis sich Beute nähert und schlagen blitzartig mit den langen Armen zu. So kann die Beute mühelos kampfunfähig geschlagen werden. Wenn sie Glück haben, können sie beobachten, wie diese Wesen faul herumliegen. Die kennen wir doch schon, ne? Unzählige ANMC schwimmen umher. Die kennen wir doch, die Fettis. Oh geil, hier ist noch mehr. Willkommen. In der Ozeanzone finden sie die Daivas. Eine Theorie besagt, dass der Mensch aus dem Ozean stammt. Ein Indiz dafür ist die leichte Behaarung, die Haut zwischen den Fingern und der aufrechte Gang.
Hier sehen Sie, was passiert wäre, wenn die Menschheit im Wasser ausgeharrt hätte. Mit einem angepassten Körper, Flossen und einer großen Lunge können Sie sich 40 Minuten unter Wasser halten. Sie können zwar nicht aufrecht gehen, besitzen jedoch Organe, mit denen Sie die Beute unter Wasser elektrisieren können. Ja, ja. Sie sind hier die Art mit der höchsten Population. Habe ich schon gemerkt. Wenn Sie Glück haben, können Sie sich aus der Nähe beobachten. Wenn ich Glück habe? Da ist eine Horde von Divern. Ja, was für Glück. Ganz ehrlich, Leute. Sie beobachten mich ganz aufmerksam. Diver schwimmen umher. Ah ja, Leute, sau interessant, wirklich. Sie sehen bedrohlich aus. Lieber raus hier, bevor die hier noch irgendwie was kaputt machen. Cool, Leute. Jetzt wissen wir also, wer die Fettis und die Diver sind. Alles klar. Cool. Ach Mensch, was ist denn los? Oh, was? Da kam einer aus dem Busch rausgesprungen. Gut, dann würde ich mal sagen, versuch mal zu beißen. Noch einer. Super. Noch einer, Leute. Wie viele von euch sind denn hier? Verdammt. Gut, dann mach mal Plasma hier. Schneller. Was für riesige Gegner, wirklich. Boah, die stehen aber schnell wieder auf hier. Okay, dann. Noch einer. Wie viele von euch gibt's denn hier? Boah, der springt uns an hier. Was soll das denn? Ah, die machen aber Geräusche wie Zombies. So, dann gehen wir hinten auf den Rücken und zack. Zack. So, drei Stück von denen, meine Güte. Ja, die Fresse, wie ihr gesehen habt, erinnert einen stark an die Zombies. An diese Krüppelgegner. Und ja, wir sammeln weiter EXP. Und genau, wir müssen jetzt... Ich spüre einen ziemlich starken Energiestrom aus dem Neo-Ark. Genau, Leute, wir sind ja auf der Suche nach diesem Energiestrom. Ich kann gar nicht auf den Bunker zugreifen. Von einer Barriere, genau, Leute. Zum Tempel von Tlaloc. Okay. Ah, oh, jetzt geht's auf die Pyramide, Leute. Jetzt wird's sau interessant. So, sagst du hier irgendwas zu? Ey, Moment, Leute, ich muss mal gerade ein bisschen was Wasser trinken hier. Apollinaris Lemon. Vielleicht hört das dann mit der Generei auf. So, Leute. Gut. Auch noch mehr von denen. Okay. Gut, dann versuch mal zu beißen. Und ich gehe dann schön hinter deinen Rücken. Ja. So. So. Ah, verdammt. Aber das muss doch passen, oder? Ah, verdammt. Die können einmal beißen, tatsächlich. Oh, die halten ganz schön viel aus, muss ich sagen. Du. Moment, ich habe eine andere Idee. Bevor wir hier... die ganze Zeit rumsneaken und so. Ja. Nimm dir den Granatenwerfer. Ganz ehrlich. So. Ah, hier ist der kleine Bach, von dem Aya gesprochen hat, ne? Hier. Hier ist dieser Bach. Hier läufst du sogar durch ohne Probleme. Krass. Cool. Ja, wir stapfen hier durch den Wald, durch den Urwald. Und wir sehen oben die Lichter tatsächlich. So, dann ist mir das jetzt blöd, scheißegal. Hier, Granaten. Zwei Stück, dann solltest du weg sein. Oh, da klingelt jetzt tatsächlich schon meine Uhr. Krass, das habe ich ganz verdrängt hier. Gut, drei Granaten. Drei Granaten also. Gut, Leute, da meine Uhr geklingelt hat. Jo, ja. Hoffe ich doch mal, dass euch die Folge jetzt hier gefallen hat und ja, es war schon verdammt ereignisreich. Wir haben einiges an neuen Gegnern kennengelernt und auch platt gemacht. Und ja, beim nächsten Mal sehen wir dann, wie es weitergeht hier in der Neo-Ark. Gehen wir dann auf die Pyramide, rätseln eine Runde, Freunde, und machen dann, denke ich mal, den zweiten Dynamo platt. Genau, Leute, dann würde ich sagen, jo, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.